Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Ausgabe von This War of Mine bei Remastered. Und ihr werdet feststellen, dass wir am 31. Tag angelangt sind, dass Philipp hungrig ist, dass Alex und Boris auch hungrig sind, aber Alex noch müde ist und dass Jan fehlt, denn wir erinnern uns wieder gemeinsam, Jan ist in der letzten Folge ja nach seinem, ich will nicht sagen Attentat, aber doch nach seinem sehr forschen Vorgehen gegen die Bösewichte, die Jakob auf dem Gewissen haben, nicht rechtzeitig zurückgekehrt. Ich lasse Phil einfach schon mal präventiv was vorbereiten. Jan wird ja nachher, denke ich, auch einiges an Hunger mitbringen. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht kann Boris mal in der Zwischenzeit ein bisschen Radio hören. Wir gehen einmal erst ans Ende des Frequenzbandes und jetzt hören wir mal kurz rein. Ja, viele Leute sind in den letzten Tagen erfroren und ja, ansonsten geht immer noch die Kriminalitätswelle sinkt. Immerhin eine tolle Sache. Nur, dass wir bislang nichts sehen konnten. Oh, hier ist ein Bug. Da ist eine leere Meldung. Schade, was hätte da wohl gestanden? Ich hatte bislang, also in meiner ersten Runde hatte ich das Problem nicht, aber gut. Es wird, denke ich, zu überstehen sein. Dann lass mal Philipp doch mal essen. Wir haben gerade so ein Luxusproblem, dass wir so viel zu essen haben. Da kann er ja einfach mal zuschlagen. Jan ist zurück. Ja, wir sehen, dass die Pistole, die wir dem Typen abgenommen haben, plus das Gewehr. Also wir haben einiges an Ausrüstung. Und wir sehen, dass hier auch jetzt Franco kommt. Und Jan freut sich, dass er gut zurückgekommen ist, wie er da lang gegangen ist. Das war ja fast schon komödiantisch. Ja, lassen wir Boris mal hier stehen und mit Franco gleich reden. Jan ist müde und hungrig, dann lassen wir ihn doch auch mal eben eine Kleinigkeit essen. Hallo, Jan? Philipp kann sich in den Stuhl setzen und wir schauen mal kurz nach, was wir jetzt so an Essen haben, an Gegenständen haben. Wir haben 3 Gewehre, 3 Pistolen, das ist ja echt mehr als genug. Das heißt, die können wir jetzt zum Handeln auf jeden Fall einsetzen. Das machen wir jetzt auch mal. Zack, hallo Franco, was bringst du uns denn so mit? Wow, ein Raw Food. Ja, so viel ist das jetzt ja auch nicht. Krass, er scheint auch ein bisschen auf dem Trockenen zu sitzen. Dann nehmen wir nochmal die Filter. Wir nehmen die Muni mit auf jeden Fall. Ich biete ihm dafür mal ein Gewehr an. Können wir uns noch was dazu gönnen? Ja, was zu essen. Und vielleicht noch ein paar Parts. Ich meine, wir können ja ihm noch eine Pistole andrehen. Kriegen wir da noch was irgendwie mit rein? Ja, Tabletten wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Habe ich mich fast gedacht. Ja, da ist noch Spielraum. Schade. Aber vielleicht können wir ihm noch was andrehen. Hier, Gunpowder. Schlecht ja eh nicht, ja? Und ansonsten, den Fertilizer würde ich gerne aufbewahren für die Dings später. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zum Opfern. Ne, tut mir leid. Dann verzichte ich wohl auf die hier. Zack. Sehr schön. Wir können vielleicht mal Jan, der ist müde, schlafen legen. Und lassen doch einfach mal Boris das Gespräch hier beenden. Ich meine, so viel gibt es jetzt ja auch nicht mehr zu tun. Und dafür kann Boris mal ein bisschen Eis holen. Zack, 2,5 Stunden lang muss der jetzt draußen Schnee schippen. Danke, Franco macht die Tür zu. Wie freundlich, ist echt nett. Wir gucken mal, ob Phil hier nicht ein bisschen was verbrennen kann, um wieder Wasser herzustellen. Tatsächlich. Ja, machen wir mal 16 Wasser, oder? Oh, 20 Wasser, komm. Haben wir genug. Brennholz brauchen wir allerdings auch wieder. Das stellen wir gleich als nächstes her. Wir haben nur noch 14 Grad in der Wohnung. Das ist ja kein Zustand. So, jetzt müssen wir uns wieder ein wenig gedulden. Während draußen der Schnee tobt. Aber das ist auch grafisch echt hübsch umgesetzt. Also hier immer wieder diese Hintergründe mit den fixen Objekten. Schaukel, Panzer. Und da hinten sehen wir die Stadt und die Schneeflocken. Und auch unser Dach schneebedeckt. Ja, echt hübsch. Oh, das ist nicht unser Dach, das ist das Dach vom Nachbar. Hä? Oder ist das... Ich
bin vollkommen verwirrt. Warum sehen wir denn da so einen Lichtschein, wenn dahinter ein Haus steht? Oder ist es das gleiche Haus und es ist dann nur offen an der... Ach so, das ist offen an der Seite. Das geht so tief da rein. Ah. Jetzt verstehe ich. Boris ist fertig mit Eishacken. Dann kann Boris vielleicht auch direkt mal runtergehen und neues Brennholz herstellen. Phil hat auch Wasser gemacht. Das heißt, er kann jetzt nochmal zwei? Achso, wir haben ja kein Brennholz mehr. Er kann gleich noch eine Mahlzeit zumindest herstellen. Machen wir eine jetzt erstmal. Na, machen wir gleich. So, Holz haben wir noch ein bisschen, ne? Ja, dann verbrennen wir das doch mal. Komm, volle Ladung hier. Sobald das erste fertig ist, macht Phil zwei Mahlzeiten. Und dann sind alle erstmal grundversorgt. So, wunderbar. Gemüse könnten wir mal wieder finden. Dann können wir auch wieder was Ordentliches zu essen machen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Alex ist hungrig. Das heißt, Alex kann sich gleich erstmal was zu essen schnappen nach seinem Mittagsschläfchen, das er da gerade eingelegt hat. Und dann kann er jetzt nach unten und vielleicht nochmal ein bisschen den Ofen nachheizen. Zack, da müsste es jetzt auch gleich viel wärmer werden. It's rather chilly inside, at least it's warm. Ja, haben wir das schon mal voll gemacht. Währenddessen wird noch ein bisschen Nachschubbrennholz versorgt. Und wenn das fertig ist, dann denke ich, gönnen wir Boris doch auch noch was zu essen. Dann haben wir nämlich endlich mal alle voll versorgt. Ist das nicht wunderbar? Keiner hat Probleme dann. Ach toll. Und dann begeben wir uns in die nächste Nacht. In unsere auch dann 31. Nacht. Meine Güte, was für eine Reise, oder? So. Boris kann ja nochmal ein bisschen Gitarre spielen, aber sonst geht's allen gut. Schön. Dann beenden wir diesen Tag und stürzen uns in die kommende Nacht. Mal sehen, wer was tut. Alle sind eigentlich fit, aber wir schicken jetzt Boris los, denn er ist der mit dem meisten Gepäck. Jan war letzte Nacht unterwegs, das heißt, Philipp darf diese Nacht Wache halten. Ist übrigens auch nett, dass die Option bestehen bleibt, jemanden auf dem Boden schlafen zu lassen, obwohl ein Bett da ist. Könnte so eine Art Strafe sein. Ja, wo können wir hingehen? Das Warehouse, da war ich auch noch nie, da ist Danger. Vielleicht können wir da ja was Verrücktes tun. Wir machen folgendes, wir nehmen den Helm mit, wir nehmen ein Messer mit, aber wir nehmen auch unsere Shotgun und ausreichend Munition mit. Und mit dieser Ausrüstung wird Boris da jetzt erstmal aufräumen. Ich meine, ich glaube, ich kann jetzt auch ein bisschen cocky werden, oder? Ich meine, er sagte, er muss vorsichtig sein, weil hier bewaffnete Leute gesehen wurden. Aber ich meine, hier ein bisschen auszurasten, das wäre eigentlich... Beziehungsweise einfach mal zu zeigen, wo der Hase langläuft, sagen wir es mal so. Da hätte ich jetzt nichts gegen. So, erstmal vorsichtig sein. Schon mal nette Ausrüstung, die wir hier gefunden haben. Gucken wir mal hier durch. Niemand zu sehen. Kann man durch die Tür gehen? Nein. Das heißt, wir müssen oben rum. Mal gucken, ob Boris... Ja, über die Matratze, die verdammt... wahrscheinlich ist sie zugefroren, deswegen kann er sich da draufstellen. Die verdammt fest ist als Untergrund, ja. Sehr schön. Haben wir wieder einiges auch an Holz. Wunderbar, haben wir also auch wieder ein bisschen Brennholz schon mal als Grundversorgung. Oh scheiße, da ist einer. Was machen die? Alright, we got all the good stuff out. Scheiße, wenn wir jetzt hier lang gehen. Da kommt er nicht wieder hoch. Das heißt, ich mache jetzt besser erstmal die Tür hier auf, damit ich gleich einen Fluchtweg habe. Boris ist so lahm, der wird wahrscheinlich eh abgeknallt werden. So, jetzt schnell nochmal hier hochklettern. Da oben fühle ich mich dann nochmal ein bisschen sicherer. Aber die stehen da immer noch. Ach, darüber kann Boris gar nicht hüpfen. Der eine geht jetzt... Ach, beide gehen rein, okay. Was steht hier in der Wand? We have to go find Lena. We'll be at the market every day at noon. S&D. Spannend. Market. Also, ob man hier wohl noch mehr Nachrichten von denen findet? Wer sind S&D? Hm. Wir machen jetzt mal die Tür hier auf. Ob er da hoch kann? Nein, kann er nicht. Dann schauen wir nochmal hier durch. Da steht jemand hinter der Tür. Da oben ist auch jemand. Oh fuck. Geht der jetzt hier rausgucken? Hoffentlich bleibt der im Raum. Scheint da zu bleiben. Wenn er hier rausguckt, ich gehe hier lang, dann sieht er mich und kann runterhüpfen und mich abknallen, weil er ja schneller ist als ich.
Die Person ist nach oben gegangen. Wir gehen nochmal nachschauen. Ich bin jetzt schon vorausgestattet, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch geil, hier vielleicht jemanden abknallen zu können. Ob das da wohl eine Nische ist, wo man sich reinstellen kann? Da kann man sich reinstellen, okay. Dann warten wir doch vielleicht einfach mal hier. Ein bisschen Zeit habe ich noch, so gegen 3 Uhr sollte ich spätestens abhauen, sofern ich dann noch am Leben bin. Ihr merkt, ich habe jetzt nicht so den emotionalen Bezug zu Boris aufbauen können. Ich meine, Boris ist kein Jakob, ne? Boah, ist geil hier. Sieht richtig cool aus. Ja, das ist eine riesige Lagerhalle tatsächlich. Also es waren jetzt ja 2 Leute, die werden ja eine Art Rundgang oder so eine Patrouillenroutine drin haben. Oder hat sich jetzt wo einer pennen gelegt? Wo ist hier wohl das, okay, jetzt kommt einer. Ist man später. Jetzt die Frage, ob er mich da wirklich nicht sehen kann, aber eigentlich ist ja die Nische dafür da. Tja, da ist der erste weg. Kurz auf Scavenging-Modus umstellen. Da oben, der ist ja noch weit weg. Weil wenn er jetzt wieder eine Knarre hat oder so, dann nehme ich die natürlich sofort mit. Eine Assault Rifle. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Die nehmen wir natürlich mit. Oh, der hat eine Kevlar... What the... Das ist ja der Oberhammer. Ja komm, dafür lassen wir Components hier. Brauchen wir auch jetzt nicht so dringend. Krass. Heftig. Aber wie wechsle ich denn jetzt die Waffe? Wieso setzt jetzt nicht die Waffe ein? Ach so, die muss ich hier anklicken. Okay. Wir haben 2 Uhr nachts. Jetzt warten wir nochmal ab, ob der Typ runterkommt. Und wenn er nicht runterkommt, dann hauen wir ab. Na komm, du wirst jetzt die Leiter runtergehen. Na okay, dann nicht. Nee, dann ist mir das jetzt auch zu heikel. Dann lasse ich Boris jetzt mal wild, wie er ist, zum Ausgang stürmen. Ja. Mal gucken, ob ich morgen Nacht hier zurückkehre und versuche, den Rest dieser Banditen auszulöschen. Übrigens, das ist interessant, Jan kam jetzt ja zurück, aber er hat ja wirklich nichts gesagt zu dem Tod dieser 3. Also normalerweise haben die ja dann die Charaktere so eine Art von Depression oder hinterfragen das zumindest. So, ne? Also zumindest kommentieren sie das so nach dem Motto, er war ja böse, aber trotzdem. Aber Jan hat gar nichts gesagt. Ja gut, Boris hier, der hat jetzt schon ein bisschen, den hat das mitgenommen. Es war knapp, aber ich hätte sterben können. Hat er recht, aber Boris, du bist nicht gestorben. Das hast du super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du musst nicht traurig. Jetzt ist er traurig. Das macht mich selbst traurig. Ach, Mann. Ja gut, dann lassen wir Philipp erstmal pennen. Jan geht mal runter. Phil geht mal kochen. Und Boris lassen wir erstmal hinlegen. Oder weißt du, Boris spielt Gitarre. Dann geht es ihm bestimmt gleich. Da ist er nicht mehr traurig. Ne? So, mal gucken. Zumindest 2 Mahlzeiten können wir wieder herstellen. Und Jan lassen wir nochmal ein bisschen Feuerholz machen. So. Mal gucken, ob es ihm noch nicht mehr schlecht geht, wenn er sich selber hat zuhören müssen. Hören wir nochmal rein. Ein Albtraum. Ja gut, kann nicht jeder dafür geboren sein, ne? Ja, jetzt haben wir nur noch ein Raw Food, aber ach, wie auf Kommando erscheinen da die nächsten. So richtig scheint die Gitarrentherapie nicht gewirkt zu haben, ist immer noch traurig. Dann lasse ich ihn jetzt erstmal schlafen. So, die Falle wird neu ausgestattet und zwar mit einem Fertilizer natürlich, auch wenn es lang dauert, mir egal. Und komm, dann können wir jetzt doch mal dafür sorgen, dass die Leute wirklich nie hungrig sind. Dann kann Alex doch jetzt auch nochmal was zu sich nehmen. Sehr schön. Jan auch nach seiner harten Arbeit mit dem Brennholz. Oh, jemand ist an der Tür. Oder braucht jemand Hilfe? Okay. Da sind wir doch sofort zur Stelle. Hello again. Wer war das jetzt nochmal? Hello again. My stomach is rumbling. Please have a heart. How are you doing? Thanks to you, all the wounded recovered and went back to their homes. One of them still needs bandages though and I've run out. Could you spare any? Ja, wir geben ihnen eine Bandage. Ich meine, wir haben noch jetzt... Haben wir jetzt schon einen gegeben? Wir hatten davor 4, ne? So lieb sind wir. Aber ich meine, das können wir uns auch erlauben.
jetzt wo die Kirche keinen Pfarrer mehr hat, da muss es ja auch jemand Gutes geben in dieser Stadt. Nee, Jan, du gehst jetzt erstmal was essen. Nach so einer erfolgreichen Hilfsaktion hast du dir das auch verdient. Und dann darfst du dich jetzt auch in den Sessel setzen. Ich würde sagen, dass wir den Tag jetzt beenden. Und mit Beenden dieses Tages beenden wir auch zeitgleich diese Folge. Denn wir sind mal wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Ich drücke mal auf End Day. Und wir begeben uns in die 32. Nacht in der, ich glaube dann, 20. Folge von This War of Mine. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen.